Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, immer wieder erhalte ich Anfragen zu meinem persönlichen Gebetsleben. Daher möchte ich Ihnen heute eines der Gebete vorstellen, welches ich täglich verrichte. Die Quelle dieses Textes ist mir leider nicht bekannt. Falls Sie diese kennen, können Sie es gerne als Kommentar unter dem Video anmerken. Es handelt sich um ein Aufopferungsgebet, wobei man Gott Vater anspricht und ihm das Antlitz Christi aufopfert. Inhaltlich ist es ein Text, der alle Menschen gedanklich mit einschließt. Es geht dabei um die Bekehrung der Sünder. Dieses Thema ist heute nicht mehr populär, stehen doch in der Welt zahlreiche andere Themen im Vordergrund. Die Bekehrung der Seelen soll und muss jedoch für jeden Christen ein zentrales Anliegen sein. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier auf Erden nur Pilger sind und wir dazu geboren wurden, um Gott die Ehre zu erweisen und um das Ziel, die ewige Seligkeit, zu erreichen. Auf unserem Weg zu diesem Ziel gibt es verschiedene Hürden und Hindernisse zu überwinden. Besonders hilfreich und der Nächstenliebe entsprechend ist es daher, wenn wir sowohl für uns selbst als auch für unsere Mitmenschen beten. Bekehrung und Reue sind nicht nur für die Lebenden wichtig, sondern gerade für jene, die sich in der Todesstunde befinden. Diese sogenannte Todesstunde kann bei manchen nur wenige Minuten betragen. Es sind die Minuten der Entscheidung für oder gegen Gott, für die Rettung der Seele oder für den Abgrund. Gott hat uns das heilige Antlitz seines Sohnes gegeben, damit wir es täglich betrachten und in würdiger Weise verehren. Diese Andacht ist überaus verdienstvoll und wird reichlich mit Gnaden belohnt. Insbesondere sollte man dieses Gebet für jene Menschen beten, die bis zuletzt aus ihrer Verstocktheit nicht herausgefunden haben, damit sie die Gnade der Umkehr in letzter Minute erhalten. Aber auch für die armen Seelen kann man dieses Gebet verrichten. Sie können sich, wie ich es getan habe, aus einer A4-Seite ein Faltblatt basteln, auf welchem Sie auf der linken Seite ein schönes Antlitzbild Ihrer Wahl platzieren und rechts den Gebetstext einfügen. So können Sie während des Betens stets das Antlitz des Herrn betrachten. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Beten.